Hallo und herzlich willkommen hier auf dem Veloce Zock Kanal zur weiteren Folge NBA 2K23. Und wir sind hier vor Game 7 gegen die Minnesota Timberwolves. Ne? Und vor Game 7 habe ich noch mal ein bisschen was an den Minuten geschraubt, oder? Hatte ich das hier gemacht? Ich war der Meinung, ich habe es gemacht. Müsste ich auch allgemein gemacht haben. Hier sehen wir es auf jeden Fall noch mal. Habe ich hier echt noch mal was angepasst? Wenn nicht, dann werde ich es jetzt noch mal mit euch machen. Denn wir werden natürlich dem einen oder anderen noch mal ein paar Minütchen mehr geben. Zum Beispiel Paul George geben wir da noch mal ein paar Minuten mehr auf jeden Fall. Ne? PG-13, den brauchen wir da noch mal, dass er auf 39 Minuten immerhin kommt. Auch ein Kawhi Leonard, da muss man ganz klar sagen, du musst ein paar Minuten mehr für uns gehen. Ich würde mal sagen, machen wir so. Dann ist er bei 40 Minuten auch, das sollte reichen. Ne? Dann haben wir da noch mal ein paar Minütchen draufgepackt für unsere beiden Superstars, die dann jetzt 39 und 40 Minuten gehen. Das müsste eigentlich auch reichen dann, ne? Gary Payton und Morris sind trotzdem noch in der Rotation drin, aber wir gucken mal, ne? Wir gucken mal, wie das wird. Game 7 gegen die Minnesota Timberwolves. Wir schauen, ob unsere Season vorbei ist. Das wäre eine Enttäuschung in Runde 1. Oder ob wir in Runde 2 gehen, ne? Gegen die Minnesota Timberwolves. Schon mal Wasser hergeholt, ne? Wir trinken gleich. Und ja, Leute, wenn euch die Serie bisher gefällt und euch auch diese Folge, wenn ihr irgendwann denkt, ey, nicer Content, lasst mal ein Like da. Ich weiß, das nervt, wenn YouTuber es sagen. Ihr wisst, ich sage es nicht wirklich häufig, aber ab und zu muss das auch sein. Deswegen ist ein kleiner Support, pusht immer ein bisschen im Algo und Co. Ne? Für euch ist es ja kein großer Aufwand. Und dafür dann schon mal fetten Dank, wenn ihr es dann geliked habt. Wenn nicht, werdet ihr 15 Tage nach Scheiße stinken. Und der Buff geht an uns. So, jetzt der erste Angriff der Clippers mit Jordan Poole. Ja, Kickout, nochmal ein Kickout, der Dreier. Und der ist leider nicht drin, schade. Hat nicht geklappt, ne? Zwei Kickout-Pässe, beziehungsweise der Kickout dann nochmal weiter. Und dann leider nicht die Punkte, stattdessen sind es die Minnesota Timberwolves, die hier treffen. Jetzt hier Paul George. Paul George gegen Anthony Edwards. Ah, schön den Gegenspieler weggekriegt. Kawhi Leonard, Money. Zweiter Dreier in dieser Partie von Kawhi Leonard, dann macht er den auch gleich rein, ne? Jetzt die Timberwolves mit Mike Conley. Karl Anthony Towns gegen Collins. Ah, Gobert in der Zone. Jetzt haben wir hier Mike Conley. Conley will da in die Zone, schwierig. Kawhi verteidigt das super und dann hat er den Ball. Kawhi Leonard. Kawhi Leonard zieht er da einfach vorbei, ne? Passt da raus. Collins mit dem Screen. Jordan Poole. Midranger. War aber contested. Am Ende haben die Timberwolves den Ball. Jetzt hier Mike Conley. Ah, der Kickout auf Cat. Der ist drin, ne? Wenn du Karl Anthony Towns so frei den Dreier lässt, dann wird es ein bisschen schwierig. Nein. Ah, jetzt hier die Möglichkeit für Conley, Kickout. Da geht Edwards erstmal nicht hoch. Dann hat hier Cat wieder die Chance. Cat macht den aber nicht rein. Unser Ball. Kawhi. Kawhi Leonard im 1 gegen 1 gegen Torian Prince. Setzt er sich da durch und zieht das Foul gegen Karl Anthony Towns. Ja. Ein Foul an Towns nehmen wir doch gerne, ne? Den macht Kawhi rein. Den zweiten nicht. Bleibt dann erstmal bei 4 Punkten. Conley. Towns gegen Collins. Ah, guter Contest hier von Collins. Hat erst geguckt, ziehe ich vielleicht irgendwie das offensive Foul. Das hat dann leider nicht geklappt. Aber dann immerhin contestet, auch wenn Towns den ersten reinmacht. Der zweite ist dann auch sicher drin, ne? Also hatte Karl Anthony Towns überhaupt keine Probleme. Zubac mit dem Screen. Jordan Poole. Nein, Zubac ist aber da. Collins will den nicht nehmen. Zubac wieder mit dem Screen. Kawhi, ne? Und gut, Zubac, der muss dann den Drive wählen, macht ihn nicht rein, weil Gobert es noch gut verteidigte. Das war eigentlich nicht schlecht gemacht von Zubac. Der weiß ja selber, yo, der beste Werfer bin ich nicht. Towns macht den nicht rein. Dann nehme ich mal den Drive, aber der hatte ja leider nicht funktioniert. Und jetzt hier Kawhi Leonard. Paul George, der Screen von Zubac.
Nein, der sollte eigentlich auch komplett rüber zu Collins gehen. Eieiei. Edwards stampft den rein. 9-4 hier für die Timberwolves. Jordan Poole. Kawhi Leonard. Kawhi Leonard gegen Prince. Kommt da nicht durch. Kawhi. Nein. Und Kawhi Leonard aber mit dem Fass-Stil. Edwards war dann doch da. Kawhi Leonard stört direkt. Oh, das ist gut gespielt. Timberwolves mit einem guten Start. 11-4. Timberwolves mit einem sehr guten Start. Für uns läuft die Partie bisher nicht gut. Jordan Poole. Ja, mit dem einfachen Drive geht es nicht. Kawhi hat da Platz. Trifft den nicht gut. Oh, ja, es ist vom Prince. Es ist vom Prince das Foul. Sehr schön. Unser Ball. Nein. Das war ein ganz schlechter Passversuch. Karl Anthony Towns. Conley nimmt den. Trifft ihn Gott sei Dank nicht. Paul George. Paul George gegen Conley jetzt hier. Gibt den nochmal ab. Gobert ist da in der Zone. Immer schwierig dann natürlich ihn irgendwie zu besiegen. Der Scream kam. Poole jetzt hier. Nein. John Poole ist cold. Jetzt haben wir Towns. Conley. Ja, Collins hat da eigentlich schön die Laufwege gestört, ne? Stark von Zubac. Starke Defense von Zubac. Jetzt brauchen wir aber auch gute Offense, ne? Paul George gegen Prince. Der Fake. Ah, hat da kurz verzögert und dann trotzdem den Wurf genommen. Zweites Foul für Prince. Was sehr, sehr gut für uns ist und für Paul George die Chance zum End-One. Freiwürfe sind noch nicht so. Da sind wir noch nicht am Start. Boah, kein Foul. Da macht ihn Conley aber nicht rein. Hat sich da verunsichern lassen von Kawhi Leonard. Und jetzt haben wir hier Kawhi. Ja. Du läufst da halt immer aus, ne? Conley. Oh. Da versucht Collins zwar seinen Körper reinzustellen, aber eine Chance hat er da nicht wirklich. Hier sehen wir es, ne? Aber keine Chance. Collins. John Poole. John Poole, der Pass. Zubac macht ihn nicht rein, holt sich aber seinen Rebound und dann macht er ihn. Wichtiger, wichtiger Rebound hier von Ivica Zubac. Ganz wichtig. Easy. Also Towns ist gerade nicht aufzuhalten. Kawhi Leonard. Ja, zieht da zum Korb John Poole und wird dann gefoult. Anthony Edwards mit dem Foul. Den macht John Poole rein, wichtig. Und auch der ist drin. Wichtige Punkte von Jordan Poole. Wir gehen mal Minute 4 in die erste Simmo-Phase, ne? Für 4 Minuten dann. Jetzt hier Towns gegen Collins. Gut gestört und Zubac mit dem Rebound. Kawhi Leonard. Kawhi. Na, hätte der Ball viel schneller zu Jordan Poole gehen müssen. Wenn er schneller hingeht, hat er einen komplett freien Wurf. Na, aber gut. Das bringt uns ja nichts, was irgendwie hätte. Edwards macht ihn nicht. Jetzt hier John Poole. Na, den nehmen wir lieber nicht. Kawhi Leonard. Es will nicht so gut funktionieren, was ich will. Och, gute Defense noch von Kawhi. Und dann ist der Rebound bei uns. Wichtig. Jetzt den Ball gleich weitergeben. Kawhi Leonard. Nochmal weiter auf George, der geblockt wird. Also die Timberwolves spielen gut. Wir könnten jetzt den Kickout wählen. Ach, gutes Foul. Gutes Foul von Jordan Poole. Sonst ist Edwards da durch und dann gibt es die einfachen Points.
Gary Payton II jetzt mit drin. Ey, defensiver Kollaps dort. Warum wird denn Edwards allein gelassen? Ja, keine Chance mehr, ne? Paul. Payton. Oh, schön durchgesteckt. Wichtig. Wichtiger Bucket jetzt hier von Collins, ne? 2 Punkte. Mhm. Noel gegen Mann. Rivers. Paul gegen Rivers. Paul lässt sich da nicht so einfach abschütteln. Zumindest im ersten Moment nicht, aber im zweiten dann doch. Das war eigentlich gut gemacht von Paul, von der Defense her, aber dann im zweiten Moment dann nicht mehr ganz so gut. Morris mit dem Screen. Die konzentrieren sich beide nur auf Paul. Jetzt hat hier Morris den Wurf und macht den Dreier rein. Ein verdammt wichtiger Dreier. Wir machen nur eine defensive, eine offensive Aktion. 4 Punkte Unterschied. Also wenn wir es jetzt noch auf 2 verkürzen könnten hier am Ende mit den 2 Aktionen, wäre nice. Foul von Payton. Ah, Rivers. Towns gibt den da nochmal ab. Reed, schwierig. Unser Ball. Gehen wir nochmal in den Angriff. Payton. Mann. Norman Powell. Gegen Rivers. Paul mit dem Fake. Danach nimmt er den. Macht ihn. Wichtig. Auf 2 Punkte sind wir rangekommen. Damit können wir doch zufriedengehend hier in die Simo. Gehen wir Mitte, zweites Viertel. 7 Minuten noch zu spielen. 42-40. Also nach wie vor eine sehr enge Partie. Paul George, es geht fast schon zu einfach. Kickout. Noch ein Kickout. Der Wurf von Payton. Nicht drin. Karl Anthony Towns. Ah, die Chance. Poole versucht irgendwie zu stören. Unser Ball. Payton. Kawhi Leonard macht ihn da per Layup rein. Sah erst danach aus, als hätte er so Bock, so einen Monster-Dunk zu machen, ne? Aber Kawhi Leonard mit dem Layup. Na? Ich dachte, er nimmt den vielleicht. Gut gestört von Zubac. Gut gestört von Zubac, aber Cat hatte den, der Dreier. Ist nicht drin, am Ende hat den Paul George. Jordan Poole. Schade. Geht nicht rein ins Gesicht. Er traut sich immerhin, ne? Aber leider geht der da nicht. Der ist nicht drin. Der ist nicht drin. Jordan Poole. Oh, schöner Pass vom Poole und dann macht ihn Paul George, ne? Wichtiger Pass auf Poole, nachdem sich beide auf ihn so ein bisschen konzentriert hatten und Paul George hier mit der Führung für die Clippers. Edwards. Nimmt den. Trifft ihn nicht. Zubac sagt danke. Nein, das wird nichts. Kawhi Leonard mit dem Foul. Zweites Foul von Kawhi, alles gut soweit, ne? Hat hier den Angriff gestoppt. Wir gehen Minute 3 wieder in die Simo. Noel jetzt hier. Prince. Cat hatte dann einen guten Screen gestellt, stark. Das war ein guter Screen von Cat, dadurch hatte Prince überhaupt erst diese Chance hier, ne? Oh, Paul George mit einem Ankle-Breaker. Wow, was für eine Aktion hier von Paul George. Bricht er erstmal den Ankle von seinem Gegner und danach ein schöner Layup hier, ne? PG-13 mit 12 Punkten. Nimmt den Cat. Trifft ihn nicht. Unser Ball. Jordan Poole. Geht doch. Geht doch. Jordan Poole. Er hat keine Angst vor diesen Würfen. 13 Punkte immerhin schon, ne? Paul George war da.
Jetzt hier Towns. Na, war zu einfach, ne? Collins hat da versucht, das Offensive zu ziehen. Das klappt nicht. Jetzt hier Jordan Poole. Du zeig uns mal, warum du mal zu den Splash Brothers dazugehören wolltest. Kickout. Noch ein Kickout. Gary Payton. Macht ihn nicht. Schade. Gary Payton stört da die Transition gut soweit. Hat die Transition Offense immerhin verlangsamen können. Prince, boah. Torian Prince trifft seine Dreier. Muss man ihn lassen, ne? Der Screen kommt. John Poole aus der Bewegung. Nein, klappt leider nicht. Ach, ich kam nicht zu Subac. Machen wir noch einen Angriff. PG. Collins, ja. Wenig Zeit. Er kriegt den Block aber gut gestellt. Der Wurf ist leider nicht so perfekt. Na gut. Gehen wir weiter. Anfang, dritten Viertel. 10 Minuten 8 noch zu spielen. Dritten Viertel 60-54. Vielleicht können wir jetzt so eine Phase haben, wo wir uns einen Vorsprung rausarbeiten. Ne? Die uns vielleicht bis zum Ende trägt. Subac. War leider zuletzt dran. Schade. Ja, Gobert, wohin? Ah, es geht so einfach. Collins kommt da auch nicht mehr hin. Also man muss wirklich sagen, Prince ist ein Riesenproblem für uns heute, ne? Kawhi Leonard. Na? Und oh, Subac kommt da nicht ran. Kawhi nur 3 von 9. Stark. Starke Defense von Kawhi Leonard. Paul George, Stepback, Dreier leider nicht drin. Leider nicht drin. Die Zone ist dicht. Ne, der Ball gehört Subac. Jetzt hier Kawhi Leonard. Kawhi Leonard jetzt hier. Ah, der Screen muss jetzt kommen. Schwierig für Jordan Poole. Macht ihn fast sogar rein. Subac, nein, weil da war Rudy Gobert. Rudy Gobert kam nochmal und hat es hier verhindert, ne? Wahnsinn. Conley. Und der Steal von Collins. Der Steal von Collins. Und jetzt haben wir Kawhi Leonard, der sich da bitte durchsetzt, ja? Der den Ball nochmal abgeht. Subac macht ihn nicht. Subac holt sich den Rebound. Subac macht die Punkte. Ivica Subac mit richtig Einsatz hier. Also wenn du dir den Rebound holst, obwohl dann Rudy Gobert in der Zone ist, dann hast du dafür gefightet. Edwards. Subac stört gut. Subac ist da. Na. Ivica Subac mit dem Screen. Paul George. Macht ihn. Money. Money von Paul George hier, ne? 17 Punkte, 54% aus dem Feld. Er übernimmt zusammen mit Jordan Poole das Scoring. Ah, Conley, schwierig. Schwierig für Conley, ist er jetzt komplett in der Ecke. Paul George, na? Das haben sie gut gemacht und Anthony Edwards. Starkes Ding von Edwards. Jetzt der Ball hier auf Kawhi Leonard. Kawhi Leonard hat viel Platz bekommen. Fadeaway. Ein wunderschöner Fadeaway von Kawhi Leonard. 10 Punkte jetzt hier für Kawhi. 4 von 10, 40% aus dem Feld. Geht besser natürlich. Weiß er auch. Rudy Gobert. Die Hilfe kam. Jetzt hier der Wurf. Guter Contest auch vom PG. Und jetzt hier Kawhi Leonard. Gibt den nochmal auf Paul George. Stark. Stark. Die Clippers haben gerade ihre Phase, ne? Die LA Clippers sind gerade in ihrer Phase.
Minute 5 gehen wir mal in die Simo. 2 Minuten machen wir noch im dritten Viertel. Und vielleicht können wir diese Phase weiter ausnutzen, um sie auszubauen. Conley, schwierig. Wow, stark. Mike Conley hier, Veteran-Move, ne? Zeigt eben auch in schwierigen Momenten, dass er da ist. Oh, der Fake und dann ist da Kawhi Leonard. Es sind jetzt Kawhi Leonard und Paul George auch, ne? PG-13 mit 4 Assists. Neben seinen 19 Punkten. Double Team gegen Conley. Dann wird hier gestört, aber and one von Anthony Edwards. And one Anthony Edwards, stark. Sehr interessante Phase gerade in diesem Game. Edwards macht den easy rein. Normal Power jetzt mit dabei. Jordan Poole. Nein. Austin Rivers. Austin Rivers kommt da zu leicht durch. Oh, schöner Kickout. Wow. Austin Rivers hier mit einem dicken Move, ne? Mit einem dicken, dicken Move. Zubac. Ah, viel Fokus auf ihn. Poole denkt sich, komm, versuchen wir es, aber nein. John Pools Feldwurfquote ist wahrscheinlich auch aus der Hölle, ne? Kawhi Leonard stört gut. Jetzt hier Walker. Kawhi ist auch mit da. Edwards, nein, nimmt nicht den Wurf, wie man es hätte erwarten können. Super Kickout nochmal auf Walker. Und er trifft den zweiten Dreier in Folge. Okay. Alexander Walker hier mit 2 Dreiern und damit sind die Timberwolves sowas von dran wieder, ne? Och, da war Poole. Und den macht er dann easy, ne? 15 Punkte John Poole. Austin Rivers. Alexander Walker, Double Team hier. Rivers kriegt den Dreier, macht ihn nicht rein. Da haben wir seinen Dreier nicht respektiert und er kann ihn auch nicht machen. John Poole gibt den nochmal ab. Zubac, Poole, Powell, na, nochmal abgegeben. Ach, na, klappt nicht. Ach, Steal am Ende. Eine defensive, eine offensive Aktion noch. Der Kickout kommt. Towns macht ihn nicht rein. Letzte offensive Aktion hier. Collins. Kawhi. Kawhi Leonard auf Poole. Screen kommt. Screen war gut. Kickout. Nochmal rüber. Collins, aber da war Towns zur Hilfe. Und am Ende ist es Foul. Loose Ball Foul von Jordan Poole. So gehen wir dann Richtung Crunch Time, ne? Gucken wir mal. Es läuft eigentlich gut hier, ne? 6 Minuten 52, 3 Punkte Unterschied nur. 3 Punkte Unterschied nur bei knapp 7 Minuten. Bei uns keiner mit Foul Troll, bei ihnen Towns mit 4. Müssen wir in der Hinterhand haben. Vielleicht lohnt es sich wirklich, Towns zu attackieren, ne? Weil Towns mit 4, das ist ein Problem. Oder könnte zu einem Problem sein. Werden. Deutsch verlernt. Lead. Nein. Und den hat Covington vor Gobert. Und jetzt Kawhi Leonard. Kawhi Leonard setzte sich durch. Der Pass ist gut auf Covington. Ah, schade. Kawhi Leonard mit dem Steal. Kawhi Leonard mit dem Steal. Ah, Kawhi, der will jetzt das alleine ausmachen mit Mike Conley. Colin Lee hier mit dem Foul. Drittes Freiwürfe für Kawhi Leonard. Macht er. Macht beide wichtig. Beide reingemacht. Jordan Poole mit 20 Punkten. Conley kommt dazu einfach durch. Jordan Poole. Nein. Oh, das darf nicht passieren, dass er da durchkommt. Der Kickout, der Wurf von Reed. Gott sei Dank nicht der Treffer. John Poole. Jordan Poole nach wie vor. Jordan Poole. Kawhi Leonard.
Schwierig. Ganz schwieriger Wurf. Paul George, ne? Double Team klappt nicht ganz. Edwards. Prince. Der geht rein. Da haben wir Prince so ein bisschen offen gelassen, um die Zone dicht zu machen für Edwards, aber sie nutzen das. Jetzt hier Norman Paul. Paul George. PG-13 gegen Edwards. Aha, PG nutzt den stark. 30 Punkte für Paul George. Jetzt sind wir hier on fire. Jetzt ist das Momentum ein bisschen umgekippt. Und Timeout Timberwolves, die machen schlau, ne? Die merken, hier sind die Clippers ein bisschen on fire, direkt Timeout. Wir werden gleich mal taktisch auch einfach mal eine Timeout nehmen, einfach nur ein bisschen Ruhe reinzukriegen an unseren Spielern, ne? Weil Kawhi Leonard und Co. natürlich ziemlich müde sein dürften. Conley. Towns. Da kommt die Hilfe von Kawhi auch, zumindest so halb. Towns mit einer schönen Aktion, aber kommt da leider zu einfach durch, ne? Der ist nicht drin, gut. Der zweite aber. Wir nehmen mal eine Timeout, um zu trinken. Wenn wir mal das Energielevel uns angucken. Ja, PG als auch Kawhi Leonard sind schon ziemlich müde, ne? Ich nehme sie mal für einen ganz kurzen Moment raus. Ich traue mich das mal. In einen ganz, ganz kurzen Moment sie rauszunehmen. Aber wirklich nur für ein, zwei Possessions, ne, dass sie ein bisschen Ruhe haben. Ist eigentlich viel zu eng, um das zu machen, aber die brauchen ein bisschen Ruhe. Weil die waren schon sehr, sehr am Limit. Und jetzt John Poole. Schnelle ISO jetzt hier mit Collins. Collins setzt sich durch, zieht das Foul stark. Gut gemacht von Collins. Jetzt bitte beide Freiwürfe reinmachen. Der erste ist drin, wichtig, ne? Collins macht den. Der zweite auch, sehr schön. Also wenn wir es schaffen, bis Minute 3 Stand zu halten, ohne Kawhi Leonard und Paul George, bin ich sehr zufrieden. Das wären dann diese 2 Minuten, ne? Diese 1,5 Minuten. Starker Block von John Collins. Starker Block von John Collins. Jetzt hat er den Ball hier. Gegen Prince. Ja, gegen Prince jetzt hier im Post. Setzt er sich da durch. Nein, aber holt sich den eigenen Rebound. Nein, das wäre fast schon geiler gewesen. Hätte einfach Towns gefoult, ne? Egal, ob der reingeht oder nicht. Der Midranger ist Money. Ich lasse es diese halbe Minute noch ohne Kawhi und ohne Dings machen, ne? Wir nehmen uns die halbe Minute für unsere Superstars. Gordon. Jordan Poole. Der Screen kommt. Jordan Poole, nein. Aber da ist Collins Putback stark. Starker Putback von John Collins. Macht ihn da rein. Zach Collins, nicht John Collins. Okay. Wir werden gleich natürlich eine Timeout nehmen, um Kawhi und Paul George wieder reinzuholen. Aber wir haben es echt überstanden, ne? Ihnen so ein bisschen Pause zu geben und trotzdem unsere Punkte zu machen. Ja, der Screen soll kommen. John Poole macht das gut. Zubac mit dem Block. Zubac mit dem Block. Ah, shit, wir haben eine Timeout weggeworfen, leider. Hätten wir einen Ticken früher machen müssen dann doch. Ne, aber gut. Weiterhin ohne unsere beiden Superstars. Kick-out. Nein. Zubac, der kann das natürlich nicht. Jordan Poole. Nochmal der Kick-out. Eric Gordon. Macht ihn nicht. Zubac ist ja da. Boah, Jordan Poole verliert den fast. Jetzt der Wurf von Norman Paul. Nein. Zubac hat den leider nicht. Okay. Und Towns macht den. Und wir nehmen eine Timeout und holen unsere Stars zurück. Jetzt haben wir denen echt 2 Minuten Pause geben können, ne?
Also mehr als lang genug. Beide haben wieder so ein bisschen Power, ne? 63 und 62. Hauptsache, sie sind nicht mehr ganz so im Arsch. Der Ball geht direkt zu Kawhi Leonard. Und den macht er nicht rein. Okay. Collins verteidigt gegen Towns. Und er zieht halt perfekt das Foul, ne? Viertes für Collins. Jetzt müssen wir hoffen, dass er eins daneben macht. Aber das ist jetzt schon ein wahnsinniges Game 7. 1:49 nur noch zu spielen und ein Punkt trennt hier beide Teams, ne? Also ist es so knapp halt manchmal im Basketball, wie deine Saison super laufen kann oder auch enttäuschend zu Ende gehen kann. Paul George, Kawhi Leonard. Kawhi Leonard jetzt hier. Zubac. Paul George. Der nächste Screen. Kawhi Leonard. Na, schwierig. Jetzt muss der Wurf kommen. Kawhi Leonard macht ihn rein per Fadeaway. Boom. Wow. Was ein Wurf. Was ein Wurf von Kawhi Leonard. Oh yes. Oh yes, Kawhi Leonard. Das war sein Moment. Das war gerade sein Moment, ne? Ach du Scheiße. Ein Punkt Unterschied bei 1:25. Die Anspannung ist riesig bei beiden Teams. Edwards. Auf. Ja, der Stil von Paul George. Das war der Stil von Paul George. Mismatch, Kawhi. Ja, Kawhi Leonard gegen Conley. Kawhi Leonard jetzt hier. Das war der Fake. Kawhi Leonard, kommt er vorbei? Zieht das Foul von Karl-Anthony Towns Nummer 5. Erstens darf er jetzt an der Freiwurflinie, weil es super knapp noch war, und Towns kriegt das fünfte. Könnte noch wichtig sein, je nachdem, ob es in der Overtime oder so geht. Er macht beide. Er macht beide. 3 Punkte Unterschied. 3 Punkte Unterschied. Edwards. Anthony Edwards, Zubac. Na, Kickout war super. Boah, der ist nicht drin. Der ist nicht drin. Kawhi Leonard. Sie wollen ihn nicht faulen. Jetzt viel Zeit natürlich von der Uhr zu kriegen. Der Ball zu Paul George. Kawhi Leonard zieht da rein. Kawhi Leonard macht ihn. Der Dagger vielleicht. Give and go mit Kawhi Leonard und Paul George. Okay. Okay. Jetzt müssen wir Folgendes machen. Halbfeldpressing, Ganzfeldpresse. Dann aggressive, nee, Transition einschränken. Geduldige Offense. Keine Dreier. War a Protect Perimeter. Um Rebounds kämpfen. Fokusspieler, vor allem Prince, weil der hat die ganze Zeit die Dreier reingemacht, ne? Verteidigt eng. Conley wird eng verteidigt, Edwards. Eng und eng. Prince ebenfalls sehr eng. Towns ebenfalls sehr eng. Nur bei Gobert oder Reed müssen wir auch eng. Also wir bleiben jetzt an jedem wirklich dran. Wir werden maximalen Druck aufbauen, keine Dreier. Wir gucken mal. Weil sie müssen über den Dreier gehen. Was anderes bleibt ihnen gar nicht. Sie müssen über den Dreier und da haben wir den Block. Da haben wir den Block, das war's. Das war's. Das war's hier. Wahnsinniger Block. Jetzt noch die 2 Freiwürfe, das war der Dagger. Oh yes, wir sind eine Runde weiter. Wir sind eine Runde weiter, Leute. Am Ende ist es so knapp, aber wir sind eine Runde weiter. 7 Punkte vorne. No chance mehr. Wir lassen hier überhaupt keinen Platz hier. Überhaupt nichts spielen, ne? John Poole. Den Zweier kannst du machen. Er nimmt natürlich den Dreier aus Verzweiflung. Kawhi Leonard hat den. Und damit sind die LA Clippers in der nächsten Runde. Ein paar Sekunden noch, ne? Yes.
Yes, 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 yes. Sehr umkämpfte Serie, ey. Respekt an die Minnesota Timberwolves. Die haben uns alles abverlangt, ne? Ihre beiden Big Mans haben uns das Leben zur Hölle gemacht teilweise. Torrance Prince hat super gut getroffen. Aber am Ende war dann eben Kawhi Leonard. So ein bisschen dieser Fadeaway-Wurf hat das Spiel umgedreht, ne? Dieser Fadeaway von Kawhi Leonard, dieser unglaubliche Wurf, hat es dann am Ende zu unseren Gunsten entschieden. Da war es ja 105, 106, wenn ich mich richtig erinnere. Wahnsinnswurf. Dieser Wurf hat das Spiel entschieden. Paul George ist MVP des Games geworden. Und wir gucken. Mit 30 Punkten absolut zurecht, ne? Absolut zurecht. Kawhi Leonard 28 Punkte. Jordan Poole. Quoten nicht unbedingt die besten, aber hey, 20 Points, ne? Subac und Collins holen viele Rebounds. Subac sogar mit 4 Blocks. Stark. Edwards bester Scorer bei den Timberwolves, aber mit einer schlechten Dreierquote. Prince hat 3 von 4 Dreiern getroffen. Wahnsinn, ne? Aber es war dieser eine Wurf, Leute, wenn man da nochmal raufguckt. Es war dieser eine Wurf im vierten Viertel. Hier haben wir den gleich nochmal hier. Dieser Kawhi Leonard-Wurf. Gebt euch den nochmal. Ich meine, warte, kann ich das wegmachen? Ausblenden, so, ne? Ja. Ja. Ach so. So. Wir geben uns nochmal diesen Kawhi Leonard-Wurf hier. So. Ah, shit. Ich will so richtig schön highlighten, machen wir nochmal neu. Der Kawhi Leonard-Wurf, zack. Habt ihr den gesehen? Habt ihr den nochmal gesehen oder was? Alter, die Kameraführung ist auch wirklich hässlich hier, ne? Hier nochmal eine bessere Perspektive. Kawhi Leonard hier gegen Tyrone Prince. Zack, dann der Fadeaway und Money. Mit ablaufender Shotclock 105, 106. Und damit hat er das Spiel entschieden. Das war der Wurf, ne? Der das wirklich hier entschieden hat. Im Teamvergleich. Freiwürfe hatten wir mehr. Dreierquoten bei beiden echt eine Katastrophe. Feldwurfquote bei uns sogar schlechter als bei den Timberwolves, okay. Aber wir haben mehr Second Chance Points gemacht. Im Fastbreak waren sie besser, Bankpunkte waren sie besser, Assists waren sie knapp besser. Offensive Rebounds haben wir sie dominiert, ne? 9 zu 5, aber insgesamt die Rebounds gleich, ne? Beziehungsweise defensive. Wenn man dann mal guckt, Steals gleich, es ist einfach super eng alles, ne? Es ist halt super, super eng draus, ne? Wahnsinns-Game, Leute. Ich habe es ja am Anfang des Videos gesagt, gebt dem Video hier einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Euer Veloche meldet sich fürs Erste ab und bye bye.